Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch eine Rezension und zwar ist es Yes, Say Yes, Perfekte wird's nicht von Laura Jane Williams und dieses Büchlein hat 376 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Hier geht es um Alexander und Amy für die perfekte Beziehung und ja, es geht vor den Altar und sie wollen heiraten und ja, Annie ist schon gerade auf dem Weg zur Hochzeit und mit ihrer Familie und im Brautkleid und sie freut sich so jetzt endlich vor den Altar zu gehen und ihren Alexander zu heiraten und ja, sie kommen gerade an der Kirche an, sie und ihre Familie und ja, da kommt auf einmal die Wedding-Plannerin auf Amy zu und teilt ihr mit, dass ihr Ehemann nicht auftauchen wird, da er ihr eine WhatsApp geschickt hat. Ja, mit der Begründung, er hatte sich jetzt doch anders überlegt und er wird nicht auftauchen. Amy ist natürlich am Boden zerstört und geht total schlecht. Und ja, ihr Vater und ihre Freunde helfen ihr halt dabei und ja, gehen dann dementsprechend wieder und betrinken sich erstmal, um halt ja den Schock drüber hinwegzukommen. Amy macht das Ganze natürlich sehr, sehr fertig. Und ja, das dauert so ein bisschen, bis sie es realisiert hat und verarbeitet hat. Und dann ist hier das Problem noch mit der Flitterwochenreise. Und ja, dann trifft sie ihren Jugendfreund Patrick wieder im Fitnessstudio. Also sie kennen sich ja ein bisschen so von früher, vom, wie heißt das, Schulcampen, also halt diese Schulferienausflüge und weiß, dass sie öfters im gleichen Camp waren und vom Sportstudio. Und er gibt ihr halt den Tipp, dass sie halt doch die Reise antreten soll. Warum nicht? Ist doch alles bezahlt und organisiert und es wäre ja nur rausgeschmissenes Geld, da sie das Geld ja eh nicht zurückerstatten bekommen würden. Und da sagt sie, ja, was soll ich denn alleine dort in Australien auf der Flitter Hochzeitsreise? Und da sagt er, hey du, ich opfere mich, ich komme gerne mit. Und dann spricht sie das sozusagen mit ihren ehemaligen Schwiegereltern ab, da die diese Hochzeitsreise ja bezahlt haben, ob das ginge, dass sie mit einem Freund dahin fahren könnte. Und die sagen, ja, ist gar kein Problem, macht es und wir kriegen das Geld eh nicht wieder. Und so ist es wenigstens nicht ganz verschwendet. Klar rufen die Eltern da vorher an und tun das ganz Romantische wieder abbestellen, aber der Rest bleibt alles. Die Touren bleiben und die Ausflüge bleiben alles gleich. Nur dieses mit Blumenherzchen und sowas, das bleibt halt nicht. Und ja, so machen sie sich auf den Weg und treten zusammen die Hochzeitsreise an, ohne verheiratet zu sein miteinander. Und sie stellen beide fest, dass sie halt schon sehr viel aufzuholen haben, was das Kennenlernen angeht, weil sie haben sich mal richtig gut gekannt, da waren sie Teenager und sind noch auf die Highschool gegangen und dann, ja, haben sie sich erst viel, viel später durch einen Zufall wieder im Fitnessstudio getroffen. Und ja, sie haben beide sozusagen so ein paar Sachen erlebt und durchgemacht. Und ja, sie reden dann, kommen dann ein bisschen besser in Kontakt und stellen fest, dass es den beiden eigentlich richtig Spaß macht, miteinander Zeit zu verbringen. Dann ist es auch so, dass Amys Ex-Verlobter, kann man das so nennen, auf einmal wieder vor der Matte steht nach der Hochzeitsreise, wo Annie wieder da ist und will sie zurückhaben. Und Annie steht halt dann sozusagen vor einer Entscheidung, ob sie jetzt lieber den Patrick will oder ihren Alexander zurückhaben möchte. Und ja, also mir hat es wirklich riesengroßen Spaß gemacht. Wir lernen natürlich auch, wir bekommen sehr viel auch Eindrücke von Australien mit und ja, wir lernen auch so ein bisschen was und das hat mir richtig gut gefallen. Auch so der Love-Faktor kommt auch nicht zu kurz.
Und ich finde es auch liebevoll gestaltet mit den einzelnen Kapiteln, dass da überall die Herzchen drin sind. Und ja, also mir hat es großen Spaß gemacht. Hier ist noch die Autorin zu sehen. So, und hier drin sind halt dann noch so ein paar Bewertungen, zum Beispiel von Sarah Morgan, ist ja auch eine Autorin, intelligent und witzig, perfekt zum Wegträumen. Also hier sind halt noch von Kolleginnen, Autorinnen und Kollegen auch noch so Kommentare. Und hier drinnen steht romantische Flitterwochen, ein toller Mann und ein klitzekleines Problem, er ist nicht ihr Ehemann. Ja, also mir hat es wirklich richtig Spaß gemacht. Und wie sie dann halt auch immer den Leuten so erklärt haben, so ja, das sind zwar die Flitterwochen, die sie machen, aber sie sind halt nicht miteinander verheiratet. Und ja, meistens haben sie halt auch einfach nur gesagt, ja, sie sind in den Flitterwochen, um nicht noch mehr Probleme zu verursachen, weil da immer mehr Gefrage kommt. Und es war schon ein bisschen auch lustig. Also mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Fette Leseempfehlung von mir und ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox. Da könnt ihr euch Klappentext angucken und auch nochmal andere Bewertungen auf Amazon. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!